Also mein Name ist Sarah und ich war mitverantwortlich, die Wahlkreistour zu organisieren, die wir jetzt einen Monat lang durchgeführt haben, wo wir auch in verschiedenen Bundesländern dann unterwegs waren. Und angefangen haben wir in Hamburg, sind dann nach Berlin weiter, nach Brandenburg, rüber nach Hessen, Nordrhein-Westfalen und schließlich nach Baden-Württemberg. Und auf dieser Tour haben wir eben verschiedene Abgeordnete im Haushaltsausschuss und Europaausschuss besucht. Wir haben versucht, die Zuständigen, die wichtigen Mitglieder dort zu Gesprächen an unseren Stand einzuladen. Und was sehr erfreulich war an der Tour ist wirklich, dass man gemerkt hat, die Abgeordneten, die wir angeschrieben hatten, die hatten großes Interesse und wollten sehr gerne zu dem Stand kommen und mit uns auch sprechen über diese Themen. An den Ständen haben wir natürlich auch diese Politiker, die Abgeordneten aus diesen jeweiligen Ausschüssen gefragt, wie sie zu unserer Forderung stehen, dass wir einen Volksentscheid zu ESM und Fiskalpakt für notwendig halten, und mussten dort leider feststellen, dass viele Politiker eben in dieser Hinsicht sehr skeptisch waren, weil sie das Volk und die Bevölkerung schlichtweg, also weil sie das Thema für zu komplex halten und den Menschen da eben auch nicht zutrauen, dass sie sich intensiv genug damit beschäftigen können, um sich dort eine gute Meinung, eine gut begründete Meinung zu bilden. Und deswegen ist man ganz explizit sehr ablehnend gewesen dieser Forderung gegenüber. Es gibt ja sowieso keine Volksentscheide auf Bundesebene, und dann war eben die Meinung, wäre es sehr gefährlich, diese Thematik als erste Volksabstimmung dann auch auszuwählen. Okay. Wir als Mehr Demokratie haben eben ganz explizit Verfassungsbeschwerde gegen ESM und Fiskalpakt eingereicht, weil wir glauben, dass auf Grundlage der aktuell geltenden Verfassung diese Kompetenzverschiebung, die durch die beiden Verträge eben eintreten würde, schlicht nicht möglich ist. Das Königsrecht des Parlaments ist das Haushaltsrecht. Es kann bestimmen, wie Gelder wie und auf welche Weise verwendet werden. Und wenn da Teile der Kompetenz auf die höhere Ebene verlegt werden, wird das Wahlrecht jeden Einzelnen in seiner Wirkung beschnitten. Und das ist auf der Grundlage der aktuell geltenden Verfassung so nicht vorgesehen. Und deswegen finden wir, muss das Volk entscheiden, ob es diese Veränderung der Verfassung mittragen möchte. Okay, auf der Wahlkreistour wollten wir aber nicht nur mit den zuständigen Politikern sprechen, sondern wir wollten auch mit dem Volk reden, wissen, was die Menschen denken zu dieser Thematik. Und das war recht unterschiedlich, aber man hat doch gemerkt, dass in vielen Menschen auch bewusst war, dass das hier eine Kompetenzverschiebung ist, die nicht rückholbar ist und deswegen einen sehr großen Schritt bedeutet, wo man auch gemerkt hat, da ging es vielen Leuten auch zu weit. Also es ist eine einmalige Entscheidung, und da merkt man doch, man will damit einbezogen sein. Und es ist wichtig für die Menschen, dass hier auch eine Debatte stattfindet und man wirklich erklärt bekommt, worum es hier geht, was die möglichen Konsequenzen sind, so dass man wenigstens diesen Bewusstwerdungsprozess auch als Einzelner miterlebt und weiß, was da gerade vor sich geht. Genau, also besonders interessant für mich war das Gespräch mit dem Herrn Kriechbaum, das ist der Vorsitzende des Europaausschusses, der sich wirklich sehr viel Zeit genommen hat. Also wir haben eine Stunde mit ihm gesprochen und hatten dort wirklich die Möglichkeit, unsere Sorgen und Befürchtungen, was diese Machtübertragung angeht, zu formulieren. Und was doch für mich relativ schockierend war, war zu sehen, dass diese Politiker so überzeugt sind von dieser Entscheidung und auch von der Art, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, dass sie alle Befürchtungen, die damit zu tun haben könnten, einfach so wegwischen. Und dass man das Gefühl hat, dass sie als unbegründet abgetan werden und so eine Vision erstellt werden soll von so, macht euch keine Sorgen, wir haben das schon im Griff. Und das ist für mich relativ problematisch und ist für uns als Verein relativ problematisch, weil solche wichtigen Entscheidungen einfach auf eine Debatte gründen sollten, wo man auch die Probleme wirklich ansprechen sollte und nicht dem Volk vermitteln sollte, macht euch keine Sorgen, wir haben das alles im Griff. Aber gleichzeitig hat man doch den Eindruck, dass die Menschen eigentlich spüren, dass die Politik eben dieses Problem gerade nicht im Griff hat und dass eben keine Lösungen angeboten werden, sondern nur Notlösungen, die an bestimmten Stellen reparieren, aber im Grundsatz eigentlich nichts an dem Problem ändern. Und das wird eben auch deutlich daran, dass man nicht diskussionsoffen ist, weil wenn man wirklich eine Lösung hätte, dann könnte man die auch in Einzelheiten diskutieren, dem Volk vermitteln, Vor- und Nachteile darstellen und dann schauen, wie sich das Volk dazu stellt. Aber dazu ist man eben einfach nicht bereit, sondern man präsentiert eine Lösung und danach ist es gut. Was für mich einfach deutlich wird an der ganzen Art und Weise, wie diese Rettungsmaßnahmen jetzt präsentiert und beschlossen werden sollen, dass Europa als Projekt der Eliten so nicht weiter Bestand hat, sondern dass man bei Entscheidungen, die Europa betreffen und der Entwicklung, die Europa noch vor sich hat, zwangsläufig noch vor sich hat, einfach nicht mehr so weitermachen kann und das Volk außen vor lässt bei den Schritten der Integration. Und deswegen ist der bundesweite Volksentscheid, der das Volk erstmal dazu in die Lage versetzt, Entscheidungen
die die Beziehung Deutschland-Europa betreffen, auch mitzugestalten, mitzuentscheiden, dass dieses Instrument nun endlich kommen muss und was Europaentscheidungen anbetrifft, auch einfach öfter eingesetzt werden muss. Weil das sind Schritte, die sind von so nachhaltiger Bedeutung, oft nicht rückholbar, dass man da einfach sagen muss, das sind Standardentscheidungen, wo das Volk auch zugestimmt haben muss und das mittragen muss. Und deswegen ist der bundesweite Volksentscheid wirklich heutzutage absolut überfällig und müsste eigentlich schon gestern eingeführt worden sein.